Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich möchte euch heute einmal zwei neue Sägen vorstellen und einen Fellheber. Und zwar haben wir hier einmal die Husqvarna 545 Mark II und einmal die Husqvarna 550 XP Mark II. Mark II, das ist die neue Generation von der Firma Husqvarna. Das heißt, es sind Abgasnorm Euro 5. Voll elektronische Vergaserregulierung, wie beim Vorgängermodell auch, haben aber noch effektivere Motorentechnik, das heißt, ihr habt mehr Leistung bei weniger Gewicht im Vergleich und gehen richtig brachial. Die neuen Maschinen haben eine schmälere Kette, die neuen X-Card-Ketten von der Firma Husqvarna. Treibglitzstärke ist dann nur noch 1,3 mm im Vergleich zum Vorgängermodell, die haben 1,5 mm gehabt. Dadurch habt ihr nur eine höhere Schnittleistung. Geht richtig brachial, da gibt es jetzt nichts Vergleichbares am Markt. Also wir haben jetzt erst Testaktion gehabt, die Kunden, die uns getestet haben, waren begeistert, einer hat es gleich gekauft. Den hat es so gefallen gehabt, also kann ich euch nur empfehlen. Also ich erkläre euch jetzt einmal die Sägen. An sich vom Aufbau haben sie eigentlich gleich. Die haben beide das Magnesium-Metallgehäuse, Druckgussgehäuse. Also dadurch haben sie auch leichter als wir bei anderen Herstellern, wo oft bei auch Kunststoffgehäuse verwendet werden. Schneidgarnitur könnt ihr haben mit 38 cm oder mit 45 cm. Die sind jetzt beide ausgerüstet mit 38 cm. Ihr habt einen Schnellverschluss wie beim Vorgängermodell, also ihr braucht bloß aufklappen und einfach aufdrehen und schon ist es auf. Ganz einfach. Beim Öl das gleiche. Gemisch, das beachten wir, wir zum Kraftstoff sagen natürlich. Dann ist wie beim Vorgängermodell, ihr habt einen Primer. Wenn die Maschine kalt ist, so 3-4 Mal pumpen, dass ein Sprit drin ist, dann braucht sie nicht so oft anziehen. Dann Schock hier rausziehen, wie der Pfeil ist, so rausziehen und nach oben gehen. Dann habt ihr einen Schock drin für den Kaltstart und dann Bremse reinmachen und dann entweder zwischen die Füße klemmen und anschmeißen oder stellt ihn auf den Boden und der zu den Fuß reinklemmen. Die Maschine ist sehr leistungsstark und trotzdem handlich und leicht. Das zeige ich euch jetzt einmal. Da hat letztes Mal ich beim Sturm was umgehauen, da zeige ich euch einmal das zum Durchschneiden. Was irgendwie gut ist, wenn man einen Fellheber dabei hat, weil dann muss man nicht bis zum Boden runterschneiden und hat die Gefahr, bei uns ist Steinboden, da sind sehr viele Steine, dass man einen Stein erwischt und dann die Kette kaputt ist. Deswegen am besten immer einen Fellheber dabei haben, dann könnt ihr die Stämme schön umdrehen, weil das ist jetzt Hartholz, das ist ein bisschen schwer, wenn man es ohne machen möchte. Den gibt es 1,30 Meter, 1,10 Meter und einen kleinen. Die meisten werden die 1,30 Meter eigentlich gekauft. Also das ist eine gute Sache, wenn man sowas dabei hat. Dann natürlich Schutzausrüstung, selbstverständlich sollte es sein. Schutzhose, Schutzschuhe und Arbeitsjacken, ein vernünftiger dazu ist natürlich auch gut. Was halt auch wichtig ist, ist Helm mit Gesichts- und Gehörschutz. Ich verlinke euch auch die ganzen Sachen im ersten Kommentar. Wenn ihr da mal was brauchen sollt oder nähere Infos zu den Sachen haben möchtet, einfach die Sägen. So. Bis so ein Horster macht, ziehen und dann Schock rausnehmen, eins runter und wieder ziehen.
So, das war jetzt mit der 550er. Ihr seht, also die Maschine hat richtig Power und Leistung. Jetzt zeige ich euch einmal das mit der kleineren, mit der 545er. Im Prinzip von der Bedienung das gleiche, Kettenbremse reinmachen, Primer drücken, Schock zumachen nach oben. Sprit haben wir schon reingemacht, rechts kommt das Gemisch, links kommt das Öl. Schnellverschluss wie bei der 550er ist das gleiche, hat bloß ein bisschen weniger Leistung. Er hat einen einfachen Motor, sonst ist der Aufbau wie bei der XP. Also die ist für Halbprofi, die ist für Vollprofi oder für anspruchsvollen Privatmann. Zeige ich euch jetzt auch. So, das waren jetzt unsere zwei Sägen, die 545 und die 550er Mark II. Also ich kenne momentan nichts Vergleichbares auf dem Markt, die gingen wirklich super gut, haben Leistung, Power und ihr seht auch, das geht wie Butter durch. Wohlgemerkt, wir reden hier von Hartholz, also nicht irgendwas Weiches, sondern wirklich Hartholz und da merkt man dann schon den Unterschied. Eine weiche Fichte, das kann jeder schneiden, aber das ist was Härteres und da kommt es dann schon drauf, ob man Power hat und vor allem auch Wurzelstock, weil das ist jetzt eine 3-4 PS Klasse und normalerweise machen die meisten Wurzelstock eher mit 5-6 PS Maschinen und die geht wirklich durch wie Butter. Also wenn ihr mal so eine Maschine braucht, lasst keine Wünsche offen, würde mich freuen, wenn ihr es natürlich bei mir kauft. Ich verlinke euch die ganzen Gerätschaften, auch das Zubehör. Besucht es mit dem Laden, das freut mich natürlich noch viel mehr. Da kann ich also ausführlich auch beraten. Wenn es euch gefallen hat, macht es gefällt mir, liked es mir, abonniert es mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.